Frau Professor Dr. Marlies Hempel, Sie sind für das Fach Sachunterricht an der Uni verantwortlich. Wie kam es denn zu diesem Kinderforschungstag? Ja, der Kinderforschungstag findet heute zum 8. Mal statt, erstmalig an einer Schule. Bisher haben wir den bei uns an der Uni im Rahmen der Kinderuni durchgeführt. Und die Grundidee ist eigentlich die, dass die Studierenden im Bachelorstudiengang eigentlich ein bisschen wenig Kontakt mit der Schulpraxis haben. Aber in einem Modul, das sich mit den anthropologischen Grundlagen des Sachunterrichts befasst, hielt ich es für ganz wichtig, dass sie eben auch einmal ein bisschen mehr Kontakt mit Kindern haben und einfach auch mal gucken, wie die Präkonzepte von Kindern wirklich sind, wie man darauf Unterricht aufbauen kann. Und da kam ich dann auf die Idee, wir machen einen Kinderforschungstag, überlegen uns Forschungsfragen, die wir mit den Kindern gemeinsam lösen können, auf der Basis ihrer eigenen Tätigkeiten, ihrer eigenen Fragestellungen dann auch. Und über diesen Weg lernen die Studenten auch, was man möglicherweise auch verändern muss im Umgang mit Kindern, wie man das überhaupt angehen könnte, wo die Schwierigkeiten liegen. Machen also Erfahrungen, die ganz wichtig sind für ihre weitere Arbeit und vor allem eine Bestätigung auch ihres beruflichen Interesses ist ganz oft die Folge eines solchen Kinderforschungsraums. Wenn Sie jetzt mal dahin gucken, dann sehen Sie auch, es macht Ihnen richtig Spaß. Und das finde ich ganz wichtig für so ein Studium. Also uns gefällt es hier super. Klasse. Das ist auf jeden Fall was ganz anderes als nur die Theorie in der Uni. Also dass man dann auch mal in der Praxis das umsetzen kann, was man lernt. Und halt auch die Reaktion der Kinder bekommt, das macht schon sehr viel Spaß. Es ist einfach toll, das Kinderstrahlen zu gucken. Die sind hier ganz aufgeregt, probieren unterschiedliche Sachen aus. Ja. Wir lernen von Ihnen, Sie lernen von uns und ich denke, das ist das Optimale. Frau Juliane Berding, Sie sind Konrektorin der Alexanderschule und Ansprechpartnerin an der Schule für dieses Projekt. Warum nimmt die Alexanderschule teil? Also für uns ist es unheimlich wichtig, Schule zu öffnen. Und dieser Kinderforschungstag, so wie er jetzt hier in der Schule aufgebaut ist, macht mir nochmal deutlich, wie viele Themen an einem Tag in die Schule geholt werden. Wir haben das Thema, wie könnten wir elektrische Energie erzeugen, wenn wir keinen Strom hätten. Und an unserer Station lernen die Kinder halt erstmal ein bisschen über den sicheren Umgang mit Strom und auch welche Alltagsgegenstände überhaupt Strom alle brauchen. Und als Krönung des Ganzen bauen die Kinder dann an unserer Station ihre eigene Batterie aus einfachsten Hausmitteln. Wir haben da nur Kupfermünzen, Alufolie, Pappe und ein bisschen Salzwasser mit Zitronensaft brauchen wir. Das ist eigentlich schon alles. Und zur Kontrolle, dass es halt funktioniert hat, haben wir dann noch LEDs, an denen die Kinder dann tatsächlich sehen können, dass sie Strom erzeugen. Und wenn die LEDs halt leuchten, freuen sie sich alle immer. Ein solcher Tag bietet den Studierenden ganz viele Informationen für ihr eigenes Studium, so wie Frau Dr. Hempel das sagte. Aber für uns Kollegen bietet das auch eine enorme Möglichkeit zu schauen, was ist heute in der modernen Didaktik los, was bietet der Sachunterricht, wo steht die Lehrerausbildung im Bereich Sachunterricht. Wir nehmen die Erfahrung dieses Kinderforschungstags mit in unsere einzelnen Fachbereiche. Und ich denke, wir gewinnen alle von einem solchen Tag, die Studierenden, wir Lehrer, aber letztendlich natürlich die Kinder und um die geht es.